Willkommen zu Drive Club. Da vorbei an den Fuß. Ich mach schon mal ein Stück hier, ein Sitzer. Ich dachte, ich halte gerade nicht, um das Ziel zu erreichen. Also ich bin bei Ferrari hier vorne, aber ich... Ja, das ist ein Ferrari, oder? So, das war da mal so die Zeichen, sind sich nicht immer führen da. Wie dann nochmal an, wir kratzen gleich noch die PC, das ist ein bisschen was älter. Das ist jetzt eine relativ bisschen Zeit gehabt, ich habe bald schon Spanien gespielt habe. Und, ja. Ich habe mir jetzt natürlich so, von 8 Euro und Jüngster gekauft. Hauptsache, ich weiter spielen kann als nur dieses erste Rennen. Naja, mal schauen. Ich will auf jeden Fall ein neues Racing-Projekt auf meinem Kanal machen. Ja. Ich hab Platz. Daten sind es läuft wirklich. Genauso viel Spaß wie ich jetzt habe. So, der Bus-Simulator läuft natürlich weiter. Das ist gerade nicht gut. Das ist super dämlich. Super, wenn du natürlich führender bist und dann wird das sowas passiert. Aber auch so gerade noch gekriegt. Aber gar kein Ferrari dabei, sondern der eine nur da unten. Das war ein Spiker. So. Erreicht eine Position. Ich glaube, 3 davon haben wir geschafft. Schlage das Kochen von Fahrtenduell von 2500. Haben wir nicht geschafft. Erreicht die Zeit von 3.43 oder weniger. Wir sind 3.29 gefahren. Trotz dieser Kollision. Das war unnötig. Hätten wir sonst geschafft, aber es hat gerade so noch gepasst. In der letzten Kurve gehen wir dann außen vorbei und gehen in Führung. Schön.
Klappt doch. Rufer Mercedes AMG GTS. Okay. Was war ich? Kann ich ihn im Außen überholen? Anfangsposition 12.000, halbe Stelle 12.000. Sehr gut. 30.404 Punkte. Fahrerstufe 2. Ich habe was gewonnen und zwar einen Volkswagen Beetle GSR. Und zwei neue Designs. Okay. Weiter. Willkommen bei Drive Club. Herzlich willkommen. Das ist gerade deine erste Veranstaltung abgeschlossen. Du kannst jetzt über das Top-Menü alles erkunden, was Drive Club zu bieten hat. Ja, sieht so aus, als können wir tatsächlich. Was denn? Drive Club Bikes oder Drive Club Autos? Wir nehmen erstmal die Autos. Ruhm, der Fortschritt deiner Drive Club Karriere wird in Ruhm gemessen. Du willst mehr davon, wenn du sauber fährst, Gegner bei uns und so schnell fährst, wie du kannst. Tour. Schwierigkeitsgrad. Du kannst den Schwierigkeitsgrad der Tourveranstaltungen ändern, Silbersteine leicht oder Goldsteine Standard spielen und neue Veranstaltungen freigeschaltet. Alles natürlich angeblich bald erhältlich hier. Das ist blöd, weil das Spiel ist, glaube ich, mehr oder weniger eingestellt. Aber ich versuche mal trotzdem hinzukriegen. Was haben wir denn hier? Tamil Nadu. Hot Hedge Cup. WWCT Volkswagen Challenge. Ne, VWCT. TT. Kajus-Schweiz, Mountain Dash. Okay. Gut. Dann haben wir hier noch so ganzen Kram. Also, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Das freue ich mich drauf, wenn ihr das so euch anguckt. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen früh, die Folge zu beenden. Deswegen werden wir den ersten Lauf reingehen. So. Na dann. Gehen wir rein. Auf Standard. Was haben wir denn für Autos zur Auswahl? Erstmal Mercedes A45 AMG, also A-Klasse, Hals AMG Version, 2 Liter Maschine, 364 PS. Jo, haben wir doch. Ah, du hast auch schon das vorzufahren, geht zum Homebildschirm mit deinem Kopf zu gründen oder nach Kopf zu betreten zu suchen. Ah, alles klar. Nehmen wir die. Warte mal. War noch irgendwas Schönes? Ich habe doch bestimmt was Schönes. Nehmen wir die hier, die ist cool. So, erreichst du ja eine Platzierung in der Top 3, das ist klar. Und das Kurvenfahrtenduell von 1500, das war eine Unizeit von 1,41 oder weniger. Okay. So, starten wir die Veranstaltung. Und versuchen es. Genau, das ist ein Trigger. Mal versuchen was. Kriegen wir es hin. 2 Runden nochmal Zeit? Ja. Ja. Der Gegner hat mich gerade ein bisschen, weil der mich gerade ein bisschen wieder rauskriegt. Ach, das heißt, es ist ein Mercedes, aber davor ist es ein BB, ein weiter BB. Genau. Mag eigentlich nicht, wenn der so ein bisschen an der Größe rauskommt. Der Rest gerade aus, ne? Hey, okay. Weiter nicht. Ich hab immer noch einen an der Backe kleben. Okay. Zwei, also dritter sind wir schon mal auf jeden Fall. Das Ziel wäre gerade jetzt erreicht, aber natürlich will ich dieses Rennen gewinnen. Das ist natürlich auch ganz kurz erzählen. Das ist immer mein Ziel. So. Da kommt ein Krieg drauf. Ja, es gibt tatsächlich nur, dass wir auf der Linie bleiben müssen. Alter, haben wir das schon mal geschafft. Top 3 Platzierung wollen wir natürlich kriegen. Kriegen wir den. Und wir haben die Zeit geschlagen. Die 1,41 haben wir knapp gepackt, aber trotzdem haben wir gewonnen. So, jetzt müssen wir das Ding nur unter die ersten 3 bringen und dann hätten wir es.
geschafft, aber wie gesagt, der eine, der klingt ganz schön und der macht ja die ganze Scheiße bei sich. Die möchte gerne ein bisschen spielen, aber hoffentlich kann man sie mehr oder weniger auf Distanz halten. Ich weiß noch nicht, wie ich das lache mit den Folgen. Aber dann waren zwei Einsätze pro Folge oder was auch immer. Die hat immer noch, hängt immer noch so ein bisschen dran in uns, ne? Das wegkommt man jetzt gerade auch nicht. Ich muss jetzt keinen Fehler einbauen, dass wir da rausfliegen. Jetzt haben wir so ein bisschen abwinkeln. Das hat jetzt ein bisschen was gebracht, gerade diese Kurve ein bisschen ziemlich gering. Also die Kostenzunehmung habe ich sie dann schon zu machen, aber ich glaube immer wieder ran, aber es reicht nicht für sie, sondern wir holen uns den zweiten Sieg. Mit unserer Mercedes AMG. Jawohl. Mercedes A war das. Audi, Lotus, Audi, Mercedes, okay, Bentley sogar dabei. Aber gut. Okay. Aber wir haben dieses Ding komplett. Alle drei Sterne mitgenommen. Sehr geil. Freue ich mich. Ich muss mich sowieso noch nicht reinfuchsen, ob wir da noch Autos kaufen können oder was auch immer. Machen wir. Heißes gewinnen wir ja. So. Gut. Den zweiten Teil machen wir dann in der nächsten Folge. So, willkommen zurück zu Drive Club. Die ersten zwei Events haben wir schon gewonnen. Also dieses Terminal Einladungsrennen und das erste Event, um das Ganze mal hier zu beginnen, haben wir auch gewonnen. Ich glaube, das ist aber nur der, irgendwie der Abspann noch jetzt. Ja, es ist natürlich nur der Abspann. Oh Gott, okay. Gut, dann bin ich hier die Folge und wir machen dann mit dem zweiten Teil in der, mit dem nächsten Ding. Ich vermute mit dem Mountain Dash dann in der nächsten Folge weiter. Wenn es geht, wenn wir die Autos so viel haben. Naja, schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.